Ich heiße Demis Volpi, ich komme ursprünglich aus Argentinien, bin Hauschoreograf beim Stuttgarter Ballett und ich bin jetzt in, wie bin ich in Dortmund gelandet? Das würde ich auch gerne wissen. Diese drei Duetten sind drei ganz unterschiedliche Stücke. Verbindend, ästhetisch gesehen, sind die Kostüme, die alle drei von Katharina Schlipf stammen und sich sehr bewusst auf das Körper der Tänzer konzentrieren. Ich bin Balletttänzer. Schon als Kind habe ich mich mit dieser Sprache des Balletts sehr auseinandergesetzt. Und ich denke schon, dass meine Arbeit manchmal bewusst, manchmal eher vielleicht unbewusst, sehr auf dieser Tradition basiert. Es geht nicht um das Äußerliche, sondern es geht darum, wo kommt diese Bewegung her, was soll sie mir erzählen, was soll sie für eine Stimmung darstellen. Bei Little Monsters geht es darum, über die Worte, die Elvis Presley singt und auch zum Teil spricht, eine Handlung zu erzählen, eine ganz konkrete Handlung, einfach die Geschichte einer Liebe, einer ersten Liebe. Bei Private Light geht es schon eher ein bisschen abstrakter, da geht es auch um zwei Figuren, um zwei Menschen, die einfach irgendwas Gemeinsames durchleben. Es gibt keine konkrete Handlung in dem Sinne, sondern es gibt eher eine Stimmung. Bei dem neuen Stück Ebony Concerto ist es so, dass ich wirklich mich von der Musik sehr führen lasse. Also ich habe mich entschieden, dieses Stück von Stravinsky darauf zu choreografieren und was zu schaffen. Ist eigentlich ein spannendes Stück, weil er einen kleinen Weg außerhalb der, sag ich mal, der ernsten Musik macht und eigentlich dieses Stück für eine Jazzband komponiert hat. Ich will auch meinen Spaß haben, wenn ich die Stücke sehe. Und klar, ich nehme die Arbeit sehr ernst, aber ich nehme mich selber nicht so ernst. Es geht um den Raum zwischen den Tänzern und mir und diese Energie, die da fließt. Ja, die wollen das verstehen auch. Die sind sehr präsent und versuchen auch zu verstehen, wohin wir wollen. My name is Jiří Bubeníček. I'm from Prague, and I become principal in Dresden Semper Opera, and I'm as well a choreographer. And my name is Otto Bubeníček, and I work in Hamburg Ballet as a principal dancer, and now I'm working here with my brother for the stage design. Around 1993, I have seen this movie, The Piano. I immediately fell in love with it. It touched me so much. There is also a lot of emotions in the movie and in the book. And I thought this would be some story that I could adapt to a ballet. The story happens in the middle of 19th century. We have a special aesthetic of the costumes, so we kept this costume, the aesthetic of the beautiful big skirts. So this is one thing I wanted to get a touch of the little bit of history, but as well it's a romantic story, there's a lot of love. We decided, okay, let's go to New Zealand. And to really go there, we went to the places, to the beach where they filmed it, and the place looks unbelievable. It looks like if you are on the moon, if you are somewhere else. And I feel like if the story really happened, then it had to be such a feeling, you came to a new land. And this is exactly what I'm gonna use also for the performance. So we will find also in New Zealand, I found
even the sun has an almost different texture of this light, this special atmosphere. We tried to capture those feelings so that when we come back, we can bring it on stage. My wish is that they would have the same feeling that we had when we came to New Zealand. I was so overwhelmed of the power of the sea, and I want already from the first seconds that they would get this feeling and then go through that story with it until the end.